Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend. Donnerstagabend im Museum anlässlich unserer großen Sonderausstellung Tizians Frauenbild, Liebe, Schönheit, Poesie. Ein herzliches Willkommen an Dr. Stefan Albel, den Redner des heutigen Abends, an Frau Dr. Ferrino, Chefkuratorin der Ausstellung, nach deren Idee und Konzept diese Ausstellung entwickelt wurde, Frau Dr. Del Torre, die Co-Kuratorin der Ausstellung und Kuratorin für italienische Malerei in der Gemäldegalerie, kann leider heute Abend nicht teilnehmen, an Herrn Magister Daniel Uchtmann, der diese Vortragsreihe mit großem Engagement begleitet, Kunstvermittler am Haus ist und am Anschluss an den Vortrag die Moderation übernehmen wird. Mein Name ist Wenke Deiters, ich bin ebenfalls Co-Kuratorin der Ausstellung. Wir haben das große Projekt zu dritt bestritten. Zu Stefan Albel. Stefan Albel studierte Kunstgeschichte in Wien und Rom. 2014 promovierte er mit einer Arbeit über den italienischen Barockmaler Pietro Testa. Nach Stipendien am Österreichischen Historischen Institut in Rom, an der Fondazione Longhi in Florenz, folgten wissenschaftlichen Assistenzen an der Bibliotheca Herziana wieder in Rom und dem Center for Advanced Study in the Visual Arts at the National Gallery of Art in Washington von 2017 bis 2019. Seit 2019 ist er am Institut für Kunstgeschichte der Universität am Lehrstuhl von Professor Schütze in die Lehre involviert. Seine Publikationen sind zahlreich, zum italienischen Cinquecento, aber vor allem zum italienischen Seicento. Für unseren Ausstellungskatalog hat er seinen Aufsatz Tizian und Venus gewidmet. Zurzeit befasst er sich mit der Rezeption der venezianischen Renaissance-Malerei im römischen Seicento. Wie auch der Vortrag heute, der die Rezeption Tizians Frauenbilder in der Malerei des 17. Jahrhunderts beleuchtet. Ich bedanke mich jetzt schon für Ihre Aufmerksamkeit und gebe das Wort an Stefan Albel zum heutigen Vortrag über Unendliche Schönheit Tizians Frauen im 17. Jahrhundert. Danke, lieber Stefan, wir sind schon gespannt und freuen uns. Ja, vielen Dank, liebe Wenke, für diese überaus freundliche Einführung. Mein großer Dank gilt natürlich auch den Kuratorinnen der Tizian-Ausstellung, Silvia Ferrino, Francesca Del Torre und Wenke Deiters, die hier im Kunsthistorischen Museum Besucherinnen und Besuchern ein wahres Fest für die Augen bereitet haben und so viel Schönheit, weibliche Schönheit an einem Ort konzentriert haben. Die Ausstellung bietet meiner Meinung nach eine einmalige Gelegenheit, in einen Kosmos der Liebe, Schönheit und Poesie einzutauchen und über Formen und Funktionen der Bilder im Kontext ihrer Zeit nachzudenken. Vor etwa 3 Wochen konnte ich hier in diesem Saal mit großem Interesse dem Vortrag von Annabella Vitis beiwohnen, die durch eine Serie archivalischer Funde und Analysen von Texten die soziale Stellung der Frauen im Venedig des 16. Jahrhunderts beleuchtet hat. Mein Vortrag wird eine andere Fragestellung behandeln. Sie sehen es hier im Titel angedeutet. Es wird um die Rezeption von Tizians Frauendarstellungen in der Kunst und zu einem kleinen Teil auch in der Kunstliteratur des 17. Jahrhunderts gehen. Das ist natürlich ein sehr weites Feld, das mit dem äußerst facettenreichen Nachleben Tizians und dem Interesse an dem venezianischen Maler von Künstlern, Literaten und Sammlern im Verlauf des 17. Jahrhunderts ihm entgegengebracht wurde. Für den heutigen Vortrag ist daher eine thematische Zuspitzung und eine inhaltliche Eingrenzung allein schon aus Zeitgründen notwendig. Ich werde ein paar Schlaglichter auf Werke des 17. Jahrhunderts werfen, in denen sich die Auseinandersetzung mit Tizians Darstellungen von Frauen zeigt und Ihnen am Ende anhand eines konkreten Fallbeispiels die Rezeptionsgeschichte einer wunderschönen nackten Frau vorstellen, die Tizian in seinem Bacchanal der Andria gemalt hat. Und hier sehen Sie gewissermaßen zur Einstimmung die Dame, um die es in ein paar Minuten gehen wird. Herrlich, oder? Was soll man da noch sagen?
Die Fokuslegung auf eine ganz präzise Fragestellung hat zur Folge, dass heute Abend andere spannende Aspekte der Rezeption von Tizians Frauendarstellungen im 17. Jahrhundert außen vor bleiben müssen. So wird es zum Beispiel nicht möglich sein, in detaillierter Weise auf eine Reihe von herausragenden Sammlern und Sammlerinnen einzugehen, die Werke von Tizians Frauen entweder auf Erbwegen erhalten haben oder sie im Verlauf des 17. Jahrhunderts aktiv mit Hilfe von Kunstagenten, Künstlern und Beratern erworben haben, vielfach um das Prestige der eigenen Kunstsammlung zu erhöhen. Im Grunde werden wir auch nur am Rande auf die für dieses Thema mit Sicherheit hochrelevante Frage eingehen, was über Tizian, die venezianische Malerei und Tizians Frauen von Kunstschriftstellern des 17. Jahrhunderts geschrieben wurde. Die Publikationen von Marco Boschini, Carlo Ridolfi, Bellori, Sandrat und Epil, um nur einige Autoren zu nennen, die sich im Verlauf des 17. Jahrhunderts über Tizian und seine Frauen geäußert haben, hatten weite Verbreitung und trugen zur Meinungsbildung in ganz Europa wesentlich bei. Tizians Fähigkeiten, die Weichheit des Fleisches mit einem die Sinnlichkeit der Körperformen betonenden Pinselduktus auszudrücken, fließende Übergänge zwischen Figuren und Bildgegenständen zu erzielen und durch subtile Farb- und Hell-Dunkel-Modellierung Plastizität, emotionale Partizipation und Lebendigkeit zu evozieren, wurden nach dem Vorbild einiger Autoren des 16. Jahrhunderts, wie beispielsweise Aretino, Dolce und Pino, auch im 17. Jahrhundert zelebriert. Jedoch gab es vereinzelt auch kritische Stimmen an Tizians sinnlicher Bildsprache. So finden sich in Cortonas und Ottonellis Malereitraktat von 1652 neben zahlreichen Passagen, in denen Tizian und seine venezianischen Zeitgenossen gelobt werden, auch einige Kritiken an Darstellungen nackter Frauen. In diese Richtung zielen auch die Worte Salvator Rosas, der in einer Satire schreibt, dass die Caracci und Tizian die Paläste der christlichen Fürsten profaniert hätten und überall nur noch gemalte nackte Frauen zu sehen seien, was dazu führt, dass die männlichen Besitzer dieser Paläste selbst zu verweichlichten Weibern würden. L'impudici Caracci e Tiziani con figure da chiassi han profanati i palazzi dei principi cristiani, sol di femmine ignude irrefregiati hanno i loro gabinetti e quindi nasce che divengono anche essi effeminati. Delle vergini ogni l'occhio si pasce tra Veneri Salmaci e Bersabè, qual meraviglia e poi che sion bagasce. Bagasce sind prostituierte. Aus Zeitgründen bleibt heute Abend weitestgehend unberücksichtigt auch die Frage nach den Reproduktionen nach Tizians Frauen und Belledonne in der Druckgrafik. Tizian hat schon zu Lebzeiten mit Stechern zusammengearbeitet, die seine Bildfindungen in der Druckgrafik nicht nur in ganz Italien, sondern auch in Europa bekannt gemacht haben. Aber auch im 17. Jahrhundert wurden Stiche nach seinen Darstellungen von Frauen angefertigt, die nicht unwesentlich zu deren Popularität beitrugen. Manche dieser Stiche wurden zum Ausgangspunkt neuer Bildfindungen und liefern nicht selten wichtige Informationen über Provenienzen, Sujets und Zuschreibungen. So identifiziert beispielsweise der Stich von Sandrat, die Dame, die Sie links oben sehen können und auch in der Ausstellung sehen können, zum ersten Mal als Flora. Und der Stich von Peter Kleis Sudmann, den Sie hier unten sehen, nennt Tizian als Autor der Dresdner Venus, die von Marcantonio Michel im 16. Jahrhundert eigentlich als von Giorgione begonnen und von Tizian vollendet erwähnt wurde. Wie uns die Ausstellung anschaulich vermittelt, malte Tizian Madonnen, Porträts, Idealbildnisse, Allegorien, biblische Heldinnen sowie zahlreiche mythologische Werke, in denen Venus, Danae und andere weibliche Gottheiten und Nymphen gezeigt werden. Zahlreiche Bilder Tizians wurden im 17. Jahrhundert kopiert. Die Zahl dieser Kopien ist so umfangreich, dass noch niemals jemand versucht hat, die Kopien nach Tizians Werken systematisch zusammenzustellen. Künstler im 17. Jahrhundert kopierten die Werke Tizians entweder zu Übungszwecken oder zu präzisen Anlässen, aber nur in den seltensten Fällen kennen wir die Namen der Kopisten. Meistens werden diese Gemälde, die über die ganze Welt verstreut sind, einfach als Kopien nach Tizian geführt. Sie zuzuschreiben und zu datieren und mehr über sie herauszufinden, ist oft ein schwieriges Unterfangen. Ich erinnere daran, dass eine solche Kopie, sehr wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert stammend, allerdings nicht nach Tizian, sondern nach dem Porträt einer Dame, genannt La Bella, von Palma il Vecchio in der Ausstellung zu sehen ist.
Natürlich wurden auch einige der Bilder, die Sie in der Ausstellung sehen können, im 17. Jahrhundert kopiert. Dazu zählt beispielsweise Venus bestraft Amor, ein Werk, von dem unbekannt ist, für wen Tizian es gemalt hat. Erstmals wird das Gemälde 1613 in der Galleria Borghese in Rom erwähnt und es wird vermutet, dass das Bild von Kardinal Scipione Borghese erworben wurde, als dieser im Jahr 1608 nicht weniger als 71 Gemälde aus der Sammlung Kardinal Paolo Emilio Sfondato Pallavicinis seiner eigenen Kunstsammlung zuführte. In diesem Werk aus Tizians reife Zeit mit freier Pinselführung und fließenden Farbübergängen, die den 24-jährigen Roberto Longhi in seiner kurzen, aber wahren Geschichte der italienischen Malerei an einen Komposthaufen erinnerten, bindet Venus eine Schleife um die Augen Amors, während sich ein zweiter Amor auf ihre Schultern stützt und zwei Nymphen an die Göttin der Liebe herantreten. Die Anwesenheit der beiden Amorknaben wurde im Sinne der gegenseitigen Liebe gelesen, wobei der sehende Amor, Ant Eros, sich auf die göttliche Liebe bezieht, in welcher der Geist zur Kontemplation über göttliche Dinge erhoben wird, während der Amor mit verbundenen Augen, Eros, mit der irdischen Liebe assoziiert wird. Über die Deutung dieses Bildes wurde viel Tinte vergossen. David Rosend hat einmal im Scherz zu mir gesagt, dass Tizian dieses Bild für den Kunsthistoriker Erwin Panofsky gemalt hätte, damit dieser seine neoplatonischen Interpretationen vorstellen könne. Es ist möglich, dass Apuleius' Goldener Esel als Anregung für Tizian gedient hat. Darin findet sich nämlich eine Passage, in der Venus Amors Verhältnis mit Psyche bestraft, indem sie ihm seine Waffen, das heißt Pfeil und Bogen, die in dem Gemälde von den beiden Nymphen gehalten werden, wegnimmt. Das Bild ist im Verlauf des 17. Jahrhunderts mehrmals in die Druckgrafik übertragen worden, von Louis de Bologne, Dankertz und van den Weingerde, der ihm den Titel Omnia vincit amor, über allem die Liebe, gibt. Wie Sie auf der rechten Seite sehen können, gibt es gemalte Kopien dieses Bildes aus dem 17. Jahrhundert und aus späterer Zeit. Allerdings habe ich mich bei der Ausrichtung des heutigen Vortrages gefragt, ob es sinnvoll ist, wenn ich Ihnen Kopien aus dem 17. Jahrhundert nach Werken vorstelle, die in der Ausstellung gezeigt werden. Die pejorative Sicht auf eine Kopie, wie sie heutzutage vorherrschen mag, entspricht nicht zwingend der Art und Weise, wie man über Kopien im 17. Jahrhundert dachte. Und natürlich zeugt auch eine Kopie, so gut oder schlecht sie sein mag, vom Interesse an einer bestimmten Bildfindung und einem Künstler in späterer Zeit und könnte in der Gesamtschau möglicherweise auch ein interessantes und neues Licht auf die Fortuna, das Nachleben von Tizians Frauendarstellungen im Zeitalter des Barock, werfen. Allerdings hatte ich die Befürchtung, dass eine schlichte Auflistung von Kopien etwas mühselig sein würde und am Ende für Sie langweilig wird. Schon interessanter wäre die Untersuchung der Frage, wie Künstler im 17. Jahrhundert bestimmte Motive von Tizian übernommen haben und diese oft in neue Zusammenhänge verwoben haben. Repetitio cum variatio, würde man sagen. Ein Prozedere, das sich im Grunde bereits in der äußerst produktiven Werkstatt Tizians bei der Wiederholung erfolgreicher Bildfindungen für verschiedenes Klientel feststellen lässt. Die Fragestellung ist hier anhand von Tizians Venus in Dresden exemplifiziert, wobei Sie sehen können, dass verschiedene Künstler des 17. Jahrhunderts die Position der liegenden nackten Frau direkt von Tizian übernommen haben, sie jedoch in ein anderes Ambiente eingebettet haben. Padovanino, dem das Bild oben in der Mitte zugeschrieben wird, scheint nicht nur Tizians Gemälde, das heute in Dresden ist, gekannt zu haben, sondern auch Tizians Venus in Urbino, zumal im Hintergrund zwei Figuren dargestellt sind, die sehr ähnlich in der Venus von Urbino erscheinen, allerdings im Bild in Dresden fehlen. Bei dem Bild in Dresden ist immer wieder gefragt worden, ob Venus schläft und sich die Scham bedeckt oder ihre Augen schließt und masturbiert und ob diese Ambiguität Teil des Bildkonzepts ist. Der Maler der interpretativen Kopie in der Dulwich Picture Gallery, hier unten in der Mitte, hat einen Amorknaben dazu erfunden, der seinen Pfeil auf die Scham der Venus richtet. Ob damit in die Deutung eingegriffen wird und der erotische Charakter des Bildes zusätzlich unterstrichen wird oder nicht viel eher banalisiert wird, kann diskutiert werden. Jedenfalls wäre die Analyse solcher Werke des 17. Jahrhunderts, die ganz offensichtlich keine 1:1 Kopien sind, sondern mit Tizian in der ein oder anderen Form in einen Dialog treten, als Ausrichtung für einen Vortrag durchaus möglich und vermutlich auch spannend gewesen. Jedoch scheint mir, bei allem Respekt,
dass in vielen dieser Bilder, die auf dem Kunstmarkt oft und nicht immer aus ersichtlichen Gründen Padovanino zugeschrieben werden, das Brio, das heißt das Feuer, der Schwung und die Leidenschaft, die Tizian so eindrucksvoll auszudrücken verstand, fehlt. Vom Titel meines Vortrages »Unendliche Schönheit« würden wir uns bei der Betrachtung solcher Werke, auch wenn Schönheit natürlich in den Augen der Betrachter liegt und an kulturelle und anthropologische Faktoren geknüpft sein mag, weit entfernen. Genauso wenig kann ich heute Abend auf Maler wie Pietro della Vecchia, Giuseppe Caletti oder andere eingehen, die im 17. Jahrhundert die große Nachfrage an Werken Tizians auf dem Kunstmarkt bedienten, indem sie Gemälde in der Art Tizians ausführten und diese nicht selten mit einer Patina überzogen, um sie alt wirken zu lassen, was dazu führte, so berichtet Baruffaldi, dass sie für originale Tizians gehalten wurden. Die Frage der Tizian-Fakes im 17. Jahrhundert wartet noch auf eine umfassende Untersuchung. Jeder Diskurs, der sich nicht nur an eine kleine Gruppe von Spezialisten richten will, sondern auch ein größeres Publikum für die Kunst Tizians und die durch alle Zeiten hindurch relevanten Fragen der Nachahmung von Vorbildern begeistern möchte, tut wahrscheinlich gut daran, die Aufmerksamkeit auf eine andere Art von Bildern zu lenken. Die Rede ist von Werken des 17. Jahrhunderts, die als wahre Anthologien charakteristischer Elemente Tizians auftreten, ohne reine Imitationen zu sein und keinesfalls bei Tizian stehen bleiben, sondern darüber hinausgehen. Ich spreche von Werken von Künstlern, die den Prinzipien der Imitatio, Emulatio und Superatio gefolgt sind, die von Tizian gelernt haben und sich intensiv mit seinen Werken auseinandergesetzt haben, bis sie meinten, die Kompositionsprinzipien, die Farbgebung oder Pinselschrift des großen Venezianers nicht nur verstanden und aufgesogen zu haben, sondern auch in der Lage waren, Gelerntes fruchtbar und produktiv in eigenständigen Werken auszudrücken. Denken Sie an die Worte Senecas, der die beste Art der Nachahmung von Vorbildern mit der Aktivität der Bienen vergleicht, wenn er schreibt: Auch wir müssen diese Bienen nachahmen und alles, was wir aus verschiedenartiger Lektüre zusammengetragen haben, treffen. Schließlich müssen wir jene einzelnen Köstlichkeiten zu einer wohlschmeckenden Nahrung zusammengießen, sodass trotzdem deutlich wird, dass es etwas anderes ist als das, woher es stammt, auch wenn deutlich ist, woher es stammt. Kurz gesagt, es kann durchaus vergnüglich und instruktiv sein, die Aufmerksamkeit der Zuhörerinnen und Zuhörer auf zum Teil herausragende Werke des 17. Jahrhunderts zu richten, die zu dem gehören, was als die Tizianisierung Tizians im 17. Jahrhundert bezeichnet wurde. Forschungsgeschichtlich betrachtet greift jede Etikettierung eines Werkes des 17. Jahrhunderts als neo-venezianisch oder tizianesk zu kurz, wenn man versuchen möchte, aktive Rezeptionsprozesse und die Gründe nachzuvollziehen, weshalb sich Künstler des 17. Jahrhunderts mit den Frauendarstellungen Tizians auseinandergesetzt haben. Noch kann eine simple Feststellung, dass ein Werk tizianesk ist oder der venezianisch-optischen Art angehört, wie es Walter Friedländer vor langer Zeit in sicher sehr suggestiver Art über Poussins Midas vor Bacchus in München getan hat, dazu beitragen, mehr über die Ziele zu erfahren, die Künstler mit ihren Kopien, Motivübernahmen, offensichtlichen Zitaten oder Umformungen und Verwandlungen verfolgt haben. Noch wird klar, auf welchen Wegen Künstler des 17. Jahrhunderts Zugang zu den Werken Tizian hatten und an welche Abnehmer und an welche Interessenskreise sie ihre Werke richteten oder überhaupt welche ästhetischen, kulturellen und kunsttheoretischen Voraussetzungen die kritische Auseinandersetzung mit venezianischer Malerei, der Renaissance und besonders mit Tizians Frauen im 17. Jahrhundert hatten. Erlauben Sie mir, der Frage nach den kunsttheoretischen Voraussetzungen für das Studium der venezianischen Malerei der Renaissance und Tizians Frauen für das 17. Jahrhundert nachzugehen, bevor wir erneut Tizians Bacchanal der Andrea und noch mehr nackte Frauen zu Gesicht bekommen. Sie können es sicher kaum erwarten. Was nun folgt, ist für viele von Ihnen wahrscheinlich hinlänglich bekannt, aber ich finde es trotzdem wichtig, darauf einzugehen, und Sie werden gleich merken, wie ein ganz konkreter kunsttheoretischer Diskurs des 16. Jahrhunderts auch die Rezeption von Tizians Frauendarstellungen im Folgejahrhundert beeinflussen konnte.
Wie Sie vermutlich wissen, ist Tizian immer wieder vorgeworfen worden, dass er in seinen Werken den Aspekt des Disegno, also der Zeichnung, vernachlässigen würde und sich vorrangig um Colore, also die Farbgebung, in seinen Bildern kümmere. Disegno steht bei dieser Gegenüberstellung für das rationale, kraftvolle und männliche Prinzip, während Colore die Farbe, die Sinne anspricht und das weibliche Element verkörpert. Das ist ein kunsttheoretisches Konstrukt, das im 16. Jahrhundert in verschiedenen Texten auftritt, darunter bei Vasari und Dolce, und bis in die heutige Zeit für die Interpretation von Kunstwerken bedient wird. Es hängt in gewisser Weise auch mit dem Paragone, dem Wettstreit der Gattungen und dem alten menschlichen Interesse an gegensätzlichen Begriffspaaren, Antithesen zusammen, wie zum Beispiel heiß, kalt, trocken, warm, hell, dunkel, so gibt es in der Malerei eben Disegno und Colore, die eigentlich Kriterien der Bewertung eines Bildes und in der Praxis komplementär sind, aber manchmal auch gegeneinander ausgespielt wurden. In Werken der frühen Neuzeit wurde beispielsweise das Fehlen von Disegno oder ein exzessiver Gebrauch von Colore immer wieder konstatiert. In Carlo Ridolfis Le Maraviglie dell'Arte, die 1648 publiziert wurden, ist auch eine Biografie von Tizian enthalten, in der sich folgender Passus findet. Obwohl Vasari mit großer Leidenschaft festhält, dass er, Tizian, den Disegno als etwas Lästiges empfindet, erachtet in der Darstellung weiblicher Körper jeder, der bei gesundem Verstand ist, Tizian für unvergleichlich, denn diese erfordern weder eine anatomische Auffassung noch eine kühne Darstellung der Muskulatur, sondern allein eine gewisse Weichheit und eine liebliche Proportion. Der Umstand, dass Tizian die Zeichenkunst, den Disegno, nicht ausreichend praktiziert haben soll, machte ihn zum prädestinierten und unvergleichlichen Maler des weiblichen Körpers. Denn in der Auffassung einiger Kritiker des 16. und 17. Jahrhunderts brauche ein Künstler für die Darstellung des weiblichen Körpers keine anatomische Kenntnis und es würde eine grobe Vorstellung von Proportionen und Weichheit ausreichen, um Frauen malen zu können. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was man sich alles ausdenken kann. Der Autor, auf den Ridolfi in diesem Zitat verweist, ist natürlich Giorgio Vasari, der große Künstlerbiograf der Renaissance, der seine unglaublich einflussreichen Lebensbeschreibungen der berühmtesten Architekten, Maler und Bildhauer in zwei Ausgaben 1550 und 1568 publizierte. Für Vasari ist Disegno, zu Deutsch Zeichnung oder Entwurf, das Maß aller Dinge. Architektur, Malerei und Bildhauerei haben in seinen Augen eine Sache gemeinsam und das ist die Zeichnung. Für Vasari ist Disegno ein die Künste nobilitierendes Merkmal, das zumindest vier Bedeutungen besitzt. Erstens lässt sich die Inspiration des Künstlers im Medium der Zeichnung mit der Inspiration des Dichters vergleichen. Zweitens erlaubt die Zeichnung eine Form der Werkstattorganisation, bei der viele Arbeitskräfte an einem gemeinsamen Werk auf der Grundlage der Zeichnung des Meisters arbeiten können. Und drittens eignet sich die Zeichnung als Mittel der Kommunikation mit den Auftraggebern. Und nicht zuletzt ist Disegno mit einem der Ursprungsmythen der Kunst verknüpft. Vasari, der nicht nur Künstlerbiograf, sondern auch Maler war, hat das Fresko auf der rechten Seite in seinem Wohnhaus in Florenz gemalt. Es zeigt einen Passus aus Plinius Naturalis Historia folgend, den Lydia Giges, der mit einem Stück Kohle die Konturen seines Schattens an die Wand malt, was als der Ursprung der Kunst betrachtet wurde. Für Vasari ganz wichtig war, dass die Anfänge der Kunst mit einem zeichnerischen Vorgang verknüpft waren. Dies lieferte ihm eine weitere Legitimation dafür, nur jene Künstler wirklich wertzuschätzen, die sich ausreichend dem zeichnerischen Studium widmeten, bevor sie mit dem Pinsel an die Arbeit gingen. Tizian und seine venezianischen Zeitgenossen fallen, ganz allgemein gesprochen, nicht in diese Kategorie. Darüber hinaus gibt es bei Vasari einen toskozentrischen Schwerpunkt. Das heißt vereinfacht ausgedrückt, dass Künstler, die so wie Vasari selbst aus der Toskana stammten, in ihren jeweiligen Biografien bevorzugt behandelt wurden. In Michelangelo, dessen Porträt Sie hier neben Zeichnungen männlicher Akte in der Albertina sehen, erblickte Vasari den Höhepunkt der Kunst und des Disegno. Am Beginn der Biografie Tizians berichtet Vasari, dass Tizian bei Giovanni Bellini in die Lehre ging, sich dort im Zeichnen schulte und von ihm einen spröden und trockenen Stil annahm, jedoch schon bald von Giorgione, Sie sehen das vermeintliche Porträt dieses Künstlers auf der linken Seite, die Auffassung übernommen habe, dass, Zitat,
Allein das farbliche Gestalten ohne die Hilfe von Zeichenstudien auf Papier die wahre und beste Methode sei und dies den eigentlichen Disegno darstelle. Dabei übersah Tizian allerdings, schreibt Vasari weiter, dass jemand, der gut angelegte Kompositionen wünscht und die Einfälle ordnen möchte, sie notwendigerweise zuvor auf unterschiedliche Weisen zu Papier bringen muss, um zu sehen, wie alles zusammenpasst. Ganz zu schweigen davon, dass sich beim Zeichnen auf Papier der Geist mit schönen Ideen füllt und man dabei lernt, alle Gegenstände der Natur aus dem Kopf wiederzugeben, ohne sie ständig vor Augen zu haben und ohne diese aus der Unkenntnis im Zeichnen resultierende Anstrengung unter der Anmut der Farben verbergen zu müssen, wie dies viele Jahre lang die venezianischen Maler Giorgione, Palma, Pordenone und andere zu tun pflegten, die Rom nie besucht haben und auch andere absolut vollkommene Werke niemals zu Gesicht bekamen. Zitat Ende. Dieses Urteil über die Kunst Tizians und seine venezianischen Zeitgenossen kehrt an zumindest zwei prominenten Stellen der Tizian-Biografie von 1568 wieder. Zunächst ist es Sebastiano del Piombo, der Vasari erzählt, dass Tizian großartigste Dinge vollbracht hätte, wenn er, Zitat, zu jener Zeit in Rom gewesen wäre und dort die Werke Michelangelos, Raffaels und die antiken Statuen gesehen und sich dazu im Zeichnen geübt hätte. Dann nämlich wäre Tizian, dessen schöne Praxis in der Farbgestaltung offensichtlich sei und der es verdiene, hinsichtlich der Farben als der beste und größte Naturnachahmer unserer Zeit gerühmt zu werden, in der Grundlage des großen Disegno Raffael und Michelangelo gleichgekommen. Den dritten zentralen Moment, an dem sich dieses Urteil wiederholt, können Sie selbst in der Ausstellung in einem Akt der Imagination nachvollziehen, zumal es um ein Gespräch zwischen Michelangelo und Vasari geht, das unmittelbar nach der Betrachtung von Tizians Danae entstanden ist. Ein Bild, das für die päpstliche Familie der Farnese gemalt und vollendet wurde, als Tizian 1545 nach Rom gekommen war und das, wie aus Inventaren hervorgeht, im Palazzo Farnese in Rom ausgestellt war. 1644 befand sich Tizians Danae hinter einem grünen Vorhang. Vermutlich wurde es Besuchern nur zu bestimmten Anlässen gezeigt. Vasari schreibt, nachdem er zusammen mit Michelangelo Tizians Danae in Augenschein genommen hatte, Michelangelo äußerte sich sehr anerkennend über Tizian, indem er sagte, ihm würden seine Farbgebung und sein Stil sehr gut gefallen. Es sei aber schade, dass man in Venedig nicht von Anfang an gut zeichnen lernte und sich jene Maler nicht mit der besten Methode ihrem Studium widmeten. Wenn deshalb, sagte Michelangelo, dieser Mann vor allem bei der Nachahmung des Lebendigen von der Kunst und dem Disegno genauso gefördert würde wie von der Natur, könnte man weder Größeres noch Besseres vollbringen, da er über einen herrlichen Geist und einen anmutigen und lebendigen Stil verfügt. Und tatsächlich verhält es sich genau so, denn wer nicht genügend gezeichnet und ausgewählte Dinge an Antiken oder Modernem studiert hat, vermag weder allein aus der Übung heraus gut zu arbeiten, noch das nach dem Leben Gemalte zu verbessern und ihm dadurch jene Anmut und Perfektion zu verleihen, die die Kunst unabhängig von der Ordnung der Natur erzeugt, die manches für gewöhnlich nicht schön hervorbringt. Michelangelos Worte, die von Vasari überliefert wurden, hatten eine große Wirkung auf kunsttheoretische Debatten bis weit in das 19. Jahrhundert hinein. Noch Gian Lorenzo Bernini erinnert an diese Episode bei seinem Besuch in Paris 1665. Ohne auf die Fortuna dieser Passage in der Kunstliteratur näher eingehen zu können, zeige ich Ihnen lediglich das Frontispiz einer zweisprachigen Ausgabe von Dolces Dialogo sulla Pittura, in dem Tizian bei der Arbeit an seiner Danae gezeigt wird, während er von Michelangelo und Vasari einen Besuch abgestattet bekommt. Und rechts eine Karikatur, in der Delacroix als Vertreter der Farbe gegen Ingres als Repräsentant der Linie bzw. des Disegno kämpft, wobei auf dem Schild von Delacroix steht, Linie ist Farbe, und auf dem Schild von Ingres, Farbe ist eine Utopie, lang lebe die Linie. Aus dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts haben sich Äußerungen von Künstlern erhalten, die Vasaris Sichtweise nicht teilten und sich bemühten, das von ihm verbreitete Narrativ und seine abwertenden Äußerungen über Tizian und die venezianische Malerei zu rektifizieren. Künstler wie El Greco, Federico Zuccari oder Di Caracci besaßen Ausgaben von Vasaris Lebensbeschreibungen, die sie mit Randnotizen füllten.
Hier sehen Sie auszugsweise ein paar der Glossen, die der Maler Annibale Carracci in seiner Vasari-Ausgabe festgehalten hat. Carracci schreibt: Die Werke Tizians ähneln denen Michelangelos nicht und daher gefielen sie ihm, Vasari, nicht ganz, aber ich weiß, dass sie lebendig wirken. Dieser göttliche Maler, das ist Tizian, hat jene Dinge geschaffen, die er wie von den Engeln des Himmels gearbeitet, als wie aus der Hand eines sterblichen Menschen hervorgegangen aussehen. Und in einigen Werken, insbesondere in den Porträts nach dem lebenden Modell, hat er aller Maler der Welt um ein Weites übertroffen. Und dieser Esel von Vasari beschreibt ihn wie irgendeinen Maler. Oh, dieses Arschgesicht von Vasari! Er spricht so schmählich, dass er mich dazu bringt, die Sprache des guten Benehmens zu verlassen. Dieser Esel will der Archimandrit der Malerei gewesen sein und rühmt sich eingebildet, geradezu der Meister der besten Maler der Welt gewesen zu sein. Und wenn Tizian ihn nun aber nicht für würdig befand, mit ihm zu sprechen oder sich ihm anempfehlen zu lassen? Ohne Streit mit den Anhängern Michelangelos zu suchen, sei gesagt, Tizian war weit mehr Maler als Michelangelo. Und in dieser Hinsicht gab es zwischen ihnen einen ähnlichen Unterschied wie zwischen Dante und Petrarca, in dem die Vortrefflichkeit des göttlichen Michelangelos jedoch nicht geschmälert werden soll. Und auch wenn Raphael Tizian hier und da vorzuziehen war, so überragt Tizian Raphael in vielen Dingen nicht wenig. Und zuletzt eine Äußerung über die Rolle des Disegno während des Arbeitsprozesses. Als ob man diesen nicht auf mehrere verschiedene Arten in einem Bild darstellen und in diesem wie auf dem Papier ausradieren und überarbeiten könne, aber mir fehlt hier der Platz, um die Dummheit dieses Tölpels Vasari zu belegen. Dieses in Texten geschaffene spannungsgeladene Verhältnis von Disegno versus Colore existiert als kunsttheoretisches Konstrukt natürlich weiter in verschiedenen Schriften des 17. Jahrhunderts. Und man kann vermuten, dass es zu einem Zeitpunkt, in dem sich das Bewusstsein über die Stärken und Schwächen lokaler Malschulen in Italien stärker auszuprägen begann, neue Aktualität erfuhr. Einige Künstler und Autoren begannen damals, das von Vasari geschaffene Geschichtsbild der Künste einer Revision zu unterziehen und sich nach einer kritischen Lektüre seiner Viten und sorgsamen Betrachtung venezianischer Kunstwerke der Frage zu widmen, wie durch eine intelligente Verknüpfung von Disegno und Colore, also von Zeichnung und Farbe, die Perfektion in der Kunst erlangt werden kann. Bereits Lomazzo hatte in seinem Malereitraktat von 1584 versucht, Disegno und Colore miteinander zu versöhnen und Künstler angewiesen, nicht nur einem Modell zu folgen, sondern die verschiedenen Stärken der besten Maler nachzuahmen. Die Verschiebung, die im ausgehenden 16. und 17. Jahrhundert stattfindet, lässt sich vereinfacht ausgedrückt von Disegno versus Colore zu Disegno und Colore definieren. Und hier zeige ich Ihnen exemplarisch ein Gemälde von Guercino, in dem die alte männliche Personifikation der Zeichenkunst eine in roter Kreide ausgeführte Zeichnung in den Händen hält, die einen schlafenden Eros zeigt, während die weibliche Personifikation der Malkunst auf diese Zeichnung blickt und diese mit ihren Farben auf die Leinwand malt. Sie sehen also, wie programmatisch diese beiden Aspekte des Kunstschaffens zusammenwirken. Ein Vorurteil ist eine nicht objektive, meist von feindseligen Gefühlen bestimmte Meinung, die sich jemand ohne Prüfung der Tatsachen voreilig über eine Person oder einen Gegenstand gebildet hat. Nun sind die von Vasari überlieferten Worte Michelangelos über die Kunst Tizians kein Vorurteil, da sie ihr vorgeben, nach einer sorgfältigen Betrachtung der Danae entstanden zu sein. Aber de facto dürften vielen Lesern des 17. Jahrhunderts diese Kommentare wie ein Vorurteil gegen die Kunst Tizians und viele seiner venezianischen Zeitgenossen vorgekommen sein. Es war ein Angriff, der abgewehrt werden musste und eine entsprechende Gegenreaktion erforderte. 1674 schreibt der Venezianer Marco Boschini, dass Disegno ohne Colore wie ein Körper ohne Seele ist. Ich vermute, dass Künstlern des 17. Jahrhunderts bewusst war, dass es schon zu Lebzeiten Tizians kunsttheoretische Diskussionen rund um seine gemalten Frauen gab, die sicher nicht nur, aber auch mit Fragen des Disegno und Colore und den verschiedenen Lagern und Positionen zusammenhingen. 1650 schreibt John Evelyn, dass das Leben zu kurz sei, um jemals die konturbetonte Perfektion und Spannung des menschlichen Körpers, wie sie bei Michelangelo auftritt, oder das Kolorit von Tizians weiblichen Akten zu erreichen.
Dennoch scheinen einige Künstler genau das versucht zu haben. Betrachten wir beispielsweise ein Werk von Simone Petazzano, der Zeit seines Lebens stolz darauf war, ein Schüler von Tizian gewesen zu sein. In Venus und Satyr, das Sie hier links oben eingeblendet sehen, ist die Anbindung an Tizian im Sujet, aber auch in der Pose der Frau und der chromatischen Gestaltung der Landschaft offensichtlich. Wenn Sie sich jedoch die klaren Konturen und das kompakte Finish der Körperoberflächen näher ansehen und dazu die plastische und muskelbetonte Ausformung der Satyren betrachten, entsteht der Eindruck, dass der Künstler dem Risiko entgehen wollte, der einen oder anderen Fraktion zugerechnet zu werden. Er scheint bewusst ein Werk produziert zu haben, in dem offen dargelegt wird, dass er sowohl Tizian als auch Michelangelo nachgeahmt hat, somit sowohl Disegno als auch Colore beherrscht. Neben diesem Beispiel könnten jetzt eine ganze Reihe von Werken aus dem späten 16. und frühen 17. Jahrhundert angeführt werden, in denen der Eindruck besteht, dass ein Studium der Frauendarstellung in Tizians und seiner Malweise stattgefunden hat, wobei klarere Konturen und eine kompaktere Oberflächenmodellierung der Figuren gezeigt werden, die gleichzeitig eine Anbindung an Michelangelo und Raphael bzw. den tosko-römischen Disegno verraten. Auf dieser Folie habe ich Ihnen oben Werke von Giuseppe Cesari, genannt Il Cavalier d'Arpino, zusammengestellt und darunter zum direkten Vergleich eine Sequenz von Bildern Tizians. Und mir ist natürlich bewusst, dass sich solche Gegenüberstellungen leichter vor den Originalen als vor Reproduktionen nachvollziehen lassen, aber im Moment gibt es keine Alternative. Ja, selbst einige Werke der Caracci scheinen von diesem Disegno Colore Substrat erfüllt. Das betrifft die schlafende Venus in Chantilly, rechts oben, die Anregungen von Tizians Venusfest in den Putti und in der Landschaft aufnimmt, aber auch die Kenntnis der auf ihrem Bett lagernden Danae Tizians verrät, wobei der Torso und die muskulösen Arme der schlafenden Venus auf das Vorbild Michelangelos und die antike Skulptur hindeuten. Es betrifft den liegenden Akt im rechten Vordergrund des Triumph des Bacchus an der Decke der Galleria Farnese, der immer wieder mit Tizians Bacchanal der Andrea verglichen wird, wobei die Frau herzlich wenig von der Weichheit und Sinnlichkeit der tizianischen Frauenkörper hat und stattdessen zu einer Bodybuilderin im Sinne Michelangelos geworden ist. Aber es betrifft auch das herrlich amüsante Gemälde mit Venus und Satyr in den Uffizien, das Venus in Rückenansicht zeigt, sehr ähnlich wie Tizian die Liebesgöttin in seiner Venus und Adonis aus der Serie der Poesie für Philipp II. Vorgestellt hat. Laut Malvasia soll Agostino Caracci als Modell für den Rücken der Venus posiert haben. Wenn also männliches und weibliches, Disegno und Colore, in einer Figur zusammentreffen, dann wohl hier. Agucchi hält in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts fest, dass die Caracci daran arbeiteten, den römischen Disegno mit der Schönheit des lombardischen Kolorits zu verbinden. Und mit ähnlichen Worten äußerte sich auch Giulio Mancini über die Werke der Caracci. Um diese Beobachtungen zu einem ersten Fazit zusammenzufassen: Schon in der Werkstatt Tizians und möglicherweise bis in die Zeit um 1620 hinein, gelegentlich auch später, wie das Beispiel von Luca Giordano hier zeigt, gibt es Werke, in denen der Eindruck besteht, dass der weibliche Akt von kunsttheoretischen Debatten rund um Disegno und Colore geprägt ist und der weibliche Körper mit männlichen Qualitäten aufgeladen wird. Werke, in denen Künstler offenbar aufzeigen wollten, dass sie nicht nur einem einzigen Vorbild gefolgt sind, sondern selektiver vorgegangen sind. Tizian und Michelangelo, Tizian als größter Vertreter des Colore und Michelangelo als Gigant des Disegno, sind dabei zentrale Bezugsgrößen für die Caracci und deren Kreis, genauso wie für Petazzano, den Cavalier d'Arpino und andere gewesen. All das sollte jedoch keinesfalls zu dem Trugschluss führen, dass jeder weibliche Akt in der Malerei des 17. Jahrhunderts vor dem Hintergrund einer Disegno-Colore-Debatte oder in Auseinandersetzung mit Tizian und Michelangelo entstanden ist.
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns im Zeitalter der Gegenreformation befinden und der Sexappeal des weiblichen Körpers in Bildern manchmal zurückgedrängt werden musste. Abgesehen davon wird man die Verfügbarkeit weiblicher Modelle und die Zugänglichkeit der Werke Tizians und nicht zuletzt die sexuelle Orientierung der Auftraggeber und Maler berücksichtigen müssen, von denen es einige gab, deren höchstes Ziel nicht gerade darin bestand, den weiblichen Körper möglichst natürlich und sinnlich darzustellen, wie es Tizian gelungen ist. Wenden wir uns nun zum Abschluss aber, wie versprochen, dem Bacchanal der Andria zu. Das Bild ist, ohne eine persönliche Wertung vornehmen zu wollen, mit Abstand das schönste Bild, das jemals gemalt wurde. Es wurde um 1522 im Auftrag des Herzogs von Ferrara, Alfonso Primo d'Este, gemalt. Zusammen mit Tizians Venusfest und Bacchus und Ariadne sowie Giovanni Bellinis Götterfest und Werken von Dosso Dossi dekorierte es einen Raum der Via Coperta, diesem Verbindungsgang zwischen ästhetischem Palast und Schloss in Ferrara. Das Bildthema basiert auf einer antiken Ekphrasis, einer Bildbeschreibung Philostrats des Älteren, die von Demetrius Moscus, einem Humanisten am Hof Isabella d'Estes, der Schwester von Alfonso, in die italienische Sprache übersetzt wurde. Es geht, kurz gesagt, in dieser Bildbeschreibung um die Bewohner der Insel Andros, die unter dem Einfluss des Weins ein Loblied auf den Fluss aus Wein singen, der in Andros fließt. Für die Behandlung dieses Themas gab es keine bildlichen Vorbilder. Tizian musste es auf der Grundlage des Textes neu erschaffen. Vor der rotgewandenen Dame mit weißem Unterhemd, die ihre Trinkschale hebt, um nachgeschenkt zu bekommen, liegt ein Notenblatt mit einer Partitur, das einen Trinkspruch Adrian Willerts enthält. Wer trinkt und nicht wieder trinkt, der weiß nicht, was Trinken ist. Das Bild ist eine Hommage an die Macht des Weines und seine transformativen Qualitäten. Natürlich transportiert es die Vorstellung, dass der Wein die Menschen von ihren rationalen Fesseln befreien und zu einer freudigeren und ausgelasseren Stimmung beitragen kann, in der Grenzen leichter überschritten werden. Wie viele Menschen haben sich auf dieser Welt nicht schon nach dem ein oder anderen Gläschen Wein ineinander verliebt? Und trotz der Lebensfreude, die hier gezeigt ist, wurde darauf hingewiesen, dass in diesem Werk eine moralisierende Komponente enthalten ist, zumal im Hintergrund auf einem Hügel isoliert ein Mann liegt, der darauf hindeuten soll, dass jeder exzessive Weinkonsum negative Auswirkungen hat. Früh und noch relativ frei von Disegno- und Colore-Debatten um 1522, zu einem Zeitpunkt, an dem Vasari noch in die Windeln kackt, malt Tizian also dieses absolute Hauptwerk der Kunstgeschichte. Und er inkludiert in den rechten Vordergrund eine schlafende, nackte Frau, über deren Identität gerätselt wurde. Ist es eine Mänade, eine Nymphe, Ariadne oder einfach eine Bewohnerin der Insel, die nach dem Konsum des Weines eingeschlafen ist? Philostratos beschreibt das Gemälde einer Ariadne, das ziemlich sicher als Vorbild für die schlafende Frau in Tizians Bacchanal der Andria gedient hat. Betrachte auch Ariadne oder vielmehr ihren Schlaf. Der Busen hier ist bis zur Mitte des Leibes entblößt, der Hals ist zurückgebogen und die andere Hand ruht auf dem Kleid, damit der Wind nichts entblößen kann. Wie lockend und süß Dionysos ihr Atem. Ob er aber nach Äpfeln oder Trauben duftet, kannst du nach dem Kusse sagen. Auch Roger de Pil identifiziert sie in seinem Abrégé de la Vie des Peintres 1699 als Ariadne und hält fest, dass Tizian die nackte Frau ganz bewusst an den rechten Vordergrund seines Gemäldes platziert hat, um sie zu einer Hauptfigur des Sujets zu machen, die alle Augen auf sich ziehen möchte. Eine Art Blickfang, wenn Sie so möchten. Kalon, würden die Griechen sagen, etwas, das gefällt und anzieht. Es ist in der Tat eine Figur, die einlädt, zu träumen, zu begehren und der Imagination freien Lauf zu lassen. Schönheit, die sich in sinnlich erfahrbarer Form offenbart. Sie lagert vor einem Fluss aus Wein, was schon ein wenig daran erinnert, dass alles im Leben fließt. Tizian malt neben der Frau einen kleinen urinierenden Knaben, einen sogenannten Putto Mingens, dessen Präsenz mit einer Stelle in dem überaus erfolgreichen Roman Traum des Polyphilo verknüpft wurde, der 1499 in Venedig erschien.
Darin wird Polyphilo von der unglaublichen Schönheit einer nackten Skulptur, die Teil einer Brunnenanlage ist, angezogen, über der sich ein solcher urinierender Knabe befindet. Als er sich der nackten weiblichen Skulptur zu sehr nähert, löst er einen Mechanismus aus und wird von einem kleinen Knaben mit Wasser vollgespritzt, was zur großen Erheiterung der Nymphen führt. Ähnlich spielvoll, auf die aktive Partizipation eines Betrachters angelegt, der sich mal annähert, dann wieder aus sicherer Distanz betrachtet, wird das Motiv des kleinen Knaben im Bacchanal der Andrea wohl zu verstehen sein. Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, dass Tizian nicht der erste Maler war, der eine nackte oder fast nackte Frau als Blickfang konzipiert hat oder sie an prominente Stelle in einem Bild platziert hat. Natürlich gibt es zahlreiche Vorläufer. Dass seine nackte Frau jedoch etwas ganz Besonderes ist, steht außer Frage. Wie ist diese Figur zustande gekommen? Alfonso Primo d'Este drängt um die Fertigstellung von Tizians Bacchanal der Ariadne. Von Tizians Bacchus und Ariadne. Und am 14. Oktober 1522 schreibt Alfonsos Agent in Venedig an seinen Herrn, dass Tizian in Venedig bleiben möchte, weil er hier weibliche Prostituierte zur Verfügung hat, die für seine Aktfiguren posieren können. Neben der Möglichkeit, dass Tizian nach dem lebenden weiblichen Modell studiert hat, wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Frau im Bacchanal der Andrea aufgrund des abgewinkelten Ellbogens und ihres Schlafes von der Ariadne oder Kleopatra im Vatikan oder antiken Sarkophagen mit Bacchus und Ariadne angeregt wurde. Auch ist denkbar, dass Tizian Stiche mit einem solchen Motiv kannte. Hier sehen Sie diese Figur. Alle diese Anregungen verarbeitet Tizian jedoch in eine unglaublich sinnliche Darstellung eines weiblichen Aktes, die noch heute modern wirkt. Diese Figur hat im 17. Jahrhundert eine unglaubliche Erfolgsgeschichte erlebt. Wie bereits erwähnt, wurde der Bacchanal der Andrea zusammen mit Tizians Venusfest und Bacchus an Ariadne für den Herzog von Ferrara, Alfonso Primo d'Este, gemalt. Sie sehen hier die drei Bilder von Tizian oben, hier unten ein Porträt des Auftraggebers und hier eine Ansicht von Ferrara mit dem Palast, dem Schloss und hier diesem Verbindungsgang, in dem sich die Bilder Tizian einst befunden haben. Nun passiert, dass Alfonso II. D'Este 1598 ohne legitimen Nachfolger stirbt und Ferrara Teil des Kirchenstaats wird. Der Mann, den Sie auf der rechten Seite sehen, Kardinal Pietro Aldobrandini, wird als Legat nach Ferrara geschickt und bei dieser Gelegenheit ergreift er Besitz von Tizians Werken und bringt sie zusammen mit anderen Kunstschätzen Ferraras in seine persönliche Sammlung nach Rom, was ein komplett neues und fundamentales Kapitel ihrer Rezeptionsgeschichte eröffnet. Die Bedeutung, die diese Bilder Tizians für die Entwicklung der Barockmalerei haben, ist groß. Es gibt einen Aufsatz von Roberto Longhi, den Sie hier im Porträt sehen, der festhält, dass die plötzliche Zugänglichkeit dieser Bilder Tizians in Rom dazu geführt hat, dass die von Caravaggio ausgegangene Malerei mit nach dem Leben gemalten Figuren und starken Hell-Dunkel-Kontrasten, die sehr präsent auf dem Kunstmarkt bis in die 1620er Jahre hinein war, durch eine hellere, an Tizian orientiertere Farbigkeit langsam abgelöst wurde. In dieser Zeit wurde auch das mythologische Genre wieder stärker bedient. Zahlreiche Kopien vom Bacchanal der Andrea wurden im 17. Jahrhundert angefertigt und diesmal kennen wir sogar einige Namen der Kopisten, darunter Scarsellino, Padovanino, die Kopie von Rubens sehen Sie oben rechts und auch Carlo Maratta besaß bis zu seinem Tod eine Kopie nach Tizians Meisterwerk, andere sind nach wie vor anonym oder lediglich durch Quellen belegt. Wir wissen, dass Anthony van Dyck zwischen Februar 1622 und 1624 Italien bereist hat und auf seinen verschiedenen Stationen besonders an dem Studium der Werke Tizians interessiert war. In Rom hatte er die Gelegenheit, eine rasche Skizze nach dem Bacchanal der Andrea anzufertigen. Zu diesem Zeitpunkt war die Scham von Tizians Frau aus Gründen des Dekorums bereits mit einigen Blättern bedeckt. Möglicherweise führte van Dyck später auch eine gemalte Kopie davon aus, zumal wird ein solches Bild 1696 im Inventar von Jabach erwähnt.
Die Zeichnung auf der rechten Seite ist Teil von Van Dycks italienischem Skizzenbuch, das aus 122 Seiten besteht und bei dem es immer wieder erstaunlich ist, dass sich darin keine einzige Studie nach Michelangelo findet, eine einzige antike Skulptur und die aldobrandinische Hochzeit und ein paar Raffaels. Es überwiegen bei Weitem die Studien nach Tizian und besonders nach seinen Frauendarstellungen. Hier zeige ich Ihnen ein paar Beispiele der Zeichnungen Van Dycks, die er in Italien nach Werken Tizians ausgeführt hat. Einige der Bilder, die er auf seiner Italienreise nachgezeichnet hat, können Sie auch in der Ausstellung bewundern. Van Dyck gehört mit Sicherheit zu den ganz großen Künstlern des 17. Jahrhunderts. Die Werke schufen, in denen deutlich wird, dass es etwas anderes ist als das, woher er stammt, auch wenn deutlich ist, woher er stammt, wenn wir noch einmal Seneca evozieren wollen. Van Dyck hatte mit Charles I. auch einen Auftraggeber, der Tizian liebte und sich in seiner Sammlungstätigkeit ganz bewusst an Karl V. anlehnte und in Van Dyck so etwas wie einen neuen Tizian, einen Tizian Redivivus, betrachtete. Jedenfalls führte Van Dycks tiefgründiges Studium der Werke Tizians zu Bildern wie Amaryllis und Mirtillo, das Sie hier auf der rechten Seite sehen können, in denen nicht nur ein Werk von Tizian als Vorbild gedient hat, sondern gleich mehrere. Betrachten Sie beispielsweise die Dame mit blondem Haar und rotem Kleid hier, die ihren Arm hebt, ganz ähnlich wie wir es bei Tizian in seinem Bacchanal der Andrea beobachten können. Und dann natürlich der diagonal in den Vordergrund platzierte weibliche Akt, der wieder erneut den Bacchanal der Andrea als Vorbild verrät, jedoch auch zeigt, dass sich Van Dyck mit Tizians Venus und Mars auseinandergesetzt hat. Und das zeigt sich besonders in der Kussszene mit der Hand der Frau, die hier den anderen Kopf zu sich zieht. Im Katalog der Ausstellung habe ich darauf hingewiesen, dass Tizian mit Mars und Venus eine der schönsten Kussdarstellungen der Renaissance geschaffen hat, in dem das gegenseitige Begehren ausgedrückt wird und sich darin die von Firenzuola und anderen Autoren vertretene Überzeugung spiegelt, dass sich bei einem Kuss die Seelen der Liebenden miteinander vermengen. Die Wirkung, die Tizians weiblicher Akt im Bacchanal der Andrea auf Maler des 17. Jahrhunderts hatte, muss enorm gewesen sein. Wir finden diesen weiblichen Akt in einer diesen weiblichen in einer Landschaft ruhenden, meist an den rechten Rand des Bildes platzierten weiblichen Akt in Werken von Domenichino, Francesco Albani und Nicola Chaperon. Jetzt folgt im Schnelldurchlauf eine ganze Reihe von Bildern des 17. Jahrhunderts, in denen dieser weibliche Akt Tizians in der Malerei rezipiert wurde. Die schlafende Frau taucht in Bildern von Andrea de Leone auf, der in den 1630er Jahren in Rom war, bevor er nach Neapel übersiedelte. Oder beim flämischen Maler Karel Philipp Spierings, der zwischen 1630 und 1639 ebenfalls in Rom im engsten Kreis von Poussin und Duquesnoy wirkte und im Alter von 39 Jahren leider viel zu früh verstorben ist. Wir finden Anklänge an diese geniale Figurenerfindung Tizians bei Rubens in einem Gemälde, das sich im Kunsthistorischen Museum befindet, und bei Jakob van Loo. Werke, in denen Betrachterinnen und Betrachter der fast vollständig unverhüllte weibliche Körper präsentiert wird, wobei der Schlaf und der in der ein oder anderen Form abgewinkelte Ellbogen stets zum Einsatz kommt. Sie tritt in Werken von Sebastian Bourdon auf, der von Tizian auch das Motiv des urinierenden Knabens hier vom Bacchanal der Andrea übernommen hat. Und in amüsanter Form, wenngleich nicht schlafend und sicher auch mit anderen Vorbildern vergleichbar, in einem Stich von Claude Melun. Jacques Blanchard, den Sie im 17. Jahrhundert den französischen Tizian nannten, scheint sich mit dem weiblichen Akt Tizians ebenfalls auseinandergesetzt zu haben. Und dasselbe kann für Eustache Lesueur behauptet werden, dessen schlafende Venus in San Francisco ich Ihnen hier auf der rechten Seite zeige. Die Frage, die sich bei Tizian und den anderen Künstlern vielleicht stellt, ist, ob die Frau nicht nur schläft, sondern auch träumt. Der Traum als mysteriöse Entität hatte nicht nur Künstler als darstellerisches Problem seit langen Jahren beschäftigt, sondern auch Philosophen zu Thesen angeregt. Für Marsilio Ficino war der Traum eine Vacatio Anime. Er stellte sich vor, dass sich die menschliche Seele während des Traumes vom Körper löst und es auf diese Weise möglich wäre, an prophetisches und göttliche Inspiration zu rühren. Dass Künstler nicht nur
als Künstler des 17. Jahrhunderts nicht nur die weibliche Schönheit in Tizians Bacchanal der Andria bewunderten, sondern beim Anblick dieses Aktes auch an den Kern künstlerischer Inspiration und Kreativität erinnert wurden, kann als Hypothese in den Raum gestellt werden. In Luca Giordanos Gemälde besteht kein Zweifel daran, dass der Künstler in Tizians Akt Ariadne erblickte und sie als Modell für seine Ariadne wählte, die auf der Insel Naxos schläft, während Bacchus, der Gott des Weines, sich in sie verliebt. Die Nähe von Schlaf und aktives Verlieben evoziert in diesem Bild die alte Tradition des Liebestraums, die sich bereits im Mittelalter großer Beliebtheit erfreute und im venezianischen Kontext durch den Traum des Polyphilo weite Verbreitung fand. Wir finden Reaktionen auf den weiblichen Akt Tizians in Werken von Paolo de Matteis, von dem berichtet wird, dass er Betrachtern seiner Werke mit großer Freude berichtete, dass diese Figur im Stil Tizians ausgeführt sei und jene in der Art Correggios oder Caracis. Die Frau aus dem Bacchanal der Andrea wurde im Verlauf des 17. Jahrhunderts sogar zu einem eigenständigen Bildsujet, wie in diesem Carlo Maratti zugeschriebenen Werk in Schleißheim zu sehen ist, das mit dem Totenkopf im Vordergrund auch ein Vanitas-Symbol enthält. Und sie erfuhr manchmal auch kuriose und überraschende Verwandlungen und Transformationen, wie das Bild von Guido Cagnacci verrät oder ein Stich von Melchior Küsel, der den Bacchanal der Andria zusammen mit der Anbetung des goldenen Lammes, einer Erzählung aus dem Alten Testament, kombiniert. Aber schließen möchte ich diesen Vortrag mit Nicolas Poussin, der 1624 nach Rom gekommen war und schon bald darauf die Gelegenheit gehabt haben muss, den Bacchanal der Andrea zu betrachten. Wie eine ganze Reihe von Werken aus den 1620er Jahren zeigt, muss Poussin vom Anblick dieser Frau in Tizians Gemälde fasziniert gewesen sein. Sie taucht häufig mit geringen Abänderungen zu seinem Vorbild auf und scheint für einen gewissen Zeitraum sein Schaffen bestimmt zu haben. Ich habe mich oft gefragt, was im Herzen dieses kühlen und rationalen Franzosen wohl vorgegangen sein mag, als er zum ersten Mal den Bacchanal der Andrea zu Gesicht bekam. Fast könnte seine Reaktion, und das klingt jetzt sicher sehr romantisch und schwärmerisch, aber wenn man es nicht bei diesem Thema sein darf, wann dann? Fast könnte Poussins Reaktion mit der ersten Phase des Verliebtseins verglichen werden, die so stark ist, dass man an nichts anderes mehr denken kann und die das Tun und Handeln der Tage vollständig erfüllt. So scheint mir Poussins Reaktion auf Tizians Akt gewesen zu sein. Er hat sich schlichtweg in sie verliebt. Die tiefgründige Auseinandersetzung mit der schlafenden Schönheit in Tizians Gemälde fand in den Jahren um 1625 statt. Die Chronologie der ersten römischen Jahre Poussins ist nicht ganz einfach. Als der Maler Werke unterschiedlicher Thematiken produzierte, in denen er immer aufs Neue die Möglichkeit fand, eine schlafende Frau mit blassem Inkarnat auf einem weißen Leintuch nach dem Vorbild Tizians an prominenter Stelle in seinen Gemälden zu platzieren. In seinen frühen Jahren hatte Poussin Tag und Nacht die Stiche nach den Werken Raphaels studiert. Natürlich kannte er die Modi Raimondis und die lasziven Stiche Agostino Caraccis. Gleichzeitig war er auf römischem Boden im Kreis del Pozzos und Justinianis mit der Antike und kunsttheoretischen Diskussionen vertraut. Es herrscht die Sichtweise vor, dass Poussin in seinen frühen Jahren in Rom erotische Werke mit nackten Frauen, die von Satyrn oder Hirten beobachtet werden, hauptsächlich für den Kunstmarkt schuf, dass sie leichten Absatz fanden und erst gegen Ende der 20er Jahre, man denke an den Tod des Germanicus, zu den ernsthaften Historiengemälden überging, für die er heute bekannt ist und auch geschätzt wird. Von manchen dieser frühen Bildfindungen existieren eigenhändige Zweit- und Drittversionen. Das Bild, das Sie unten in der Mitte sehen, aus einer römischen Privatsammlung, ist eine Replik des Gemäldes in Dresden, das Sie hier daneben sehen können. Dieses Bild ist 1975 in einem Konvent nördlich von Rom aufgetaucht. Zur Verteidigung der Mönche ist zu sagen, dass die Nacktheit der Frau vollständig übermalt war. Erst eine spätere Restaurierung hat ihre Brüste wieder zum Vorschein gebracht. Ich würde vorschlagen, Poussins Bilder aus den 1620er Jahren mit nackten und erotischen weiblichen Akten nicht abwertend zu betrachten oder gering zu sehen, wie das häufig passiert, sondern sie als eine Art Bekenntnis zu Tizian zu lesen und mehr noch,
Vor dem Hintergrund des Aufgezeigten würde ich behaupten wollen, dass es Poussin gelungen ist, die von Tizian um 1522 erschaffene Sinnlichkeit des weiblichen Aktes zurückzuerobern und sich nicht von den Werken der Caracci und anderer, in denen kunsttheoretische Fragestellungen rund um Disegno und Colore, männlich gegen weiblich, die, wie ich Ihnen heute Abend versucht habe zu zeigen, im 17. Jahrhundert eben auch die Darstellung des weiblichen Körpers beeinflussten, blenden ließ. Für Poussin bestand die Neuheit in der Malerei nicht, Zitat, in einem bisher noch nie gesehenen Sujet, sondern in der Anordnung und im Ausdruck, die hervorragend und neu sein sollen, wodurch ein Sujet von gewöhnlich und alt zu neu und einzigartig wird. Ohne die Begegnung mit dem Bacchanal de Andria, die ein prägender Moment gewesen sein muss, der ihm die Einzigartigkeit, Schönheit und Vollkommenheit der Frau im Leben und Kunst noch einmal mit aller Klarheit verdeutlicht haben dürfte, und sein Schaffen jedenfalls in neue Bahnen lenkte, wäre er zu dieser Einschätzung vermutlich nicht gekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.